Vier wichtige Rentenänderungen, was Sie wissen müssen, es kann auch Sie betreffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, am 4.9.2024, das war ein Mittwoch, hat das Bundeskabinett in der obligatorischen Kabinettssitzung getagt und es hat dort unter anderem die Formulierungshilfe für die Wachstumsinitiative für Deutschland in Sachen Rente auf den Weg gebracht. Formulierungshilfe heißt nichts anderes. Dort steigt man schon in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren ein und erweitert dort die Änderungen, die Neuerungen, und zwar hier im Rahmen der gesetzlichen Rente, meine Damen und Herren. Und die Bundesregierung will mit diesen neuen Änderungen in der gesetzlichen Rente die Wachstumsinitiative für Deutschland, die sie ja selbst beschlossen hat, mit über 40 Vorschlägen und Initiativen umsetzen. Und es geht um vier Änderungen in der gesetzlichen Rente, die wirklich wichtig sein können, die auch Sie betreffen können, als Rentnerinnen und Rentner oder aber als Arbeitnehmer, ältere Arbeitnehmer, die später in Rente gehen. Und es geht letzten Endes immer nur darum, dass man hier Anreize setzen will für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Rentnerinnen und Rentner länger zu arbeiten. Aber genug der Vorrede, steigen wir einfach mal ein. Ich habe eine entsprechende Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, Sie können es gut sehen. Ich mache es mal noch ein bisschen kleiner. Jawohl. Und starten wir einfach mal. Die erste wichtige Änderung ist die Einschränkung des sogenannten Vorbeschäftigungsverbots ab Erreichen der Regelaltersgrenze. Es gibt hierzu Änderungen im Paragraph 41 SGB VI. Und zwar wird das Vorbeschäftigungsverbot ab Erreichen der Regelaltersgrenze wieder eingeschränkt, wird eingeschränkt. Das heißt also, Arbeitnehmer sollen nach Erreichen der Regelaltersgrenze leichter zum bisherigen Arbeitgeber zurückkehren können und dort mit diesem vereinfacht, erleichtert, sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschließen können. Die ganze Sache tritt am 2.4.2025 in Kraft. Meine Damen und Herren, ich möchte zu dieser Maßnahme auch eine Kritik äußern. Ich finde es jetzt erstmal gar nicht so schlecht, dass das kommen soll, aber mir fehlt hier einfach was. Der Gesetzgeber hat praktisch viele Regelungen in Arbeitsverträgen und auch Tarifverträgen nicht im Auge gehabt, die sozusagen vor Erreichen der Regelaltersgrenze hier dazu führen können, dass bei Bezug einer vorgezogenen Altersrente die Arbeitsverhältnisse automatisch enden. Ich bin der Meinung, man hätte hier generell eine Regelung treffen müssen, dass es dem Arbeitgeber, dass es dem Arbeitnehmer letzten Endes oder dass der Arbeitnehmer letzten Endes keine Angst mehr haben muss, dass sein Arbeitsverhältnis generell erlischt, wenn eine Altersrente in Bezug genommen wird. Ob nun als vorgezogene Altersrente oder als Regelaltersrente, das wäre wurscht gewesen. Hauptsache, man hätte hier eine Klarstellung auch im Paragraph 41 SGB VI treffen müssen, meine Damen und Herren. Aber jetzt geht es weiter. Und zwar die zweite Änderung, die Einführung einer Rentenaufschubprämie. Ich habe zum Thema Rentenaufschubprämie auf rentenbescheid24.de schon ein paar Textbeiträge veröffentlicht. Können Sie gerne nochmal nachlesen zu den allgemeinen Details und wie das berechnet wird. Letzten Endes geht es darum, dass der Arbeitnehmer einen finanziellen Anreiz erhält, über die Regelaltersgrenze hinaus weiterzuarbeiten und keine Rente in Anspruch zu nehmen. Das ist ganz wichtig, keine Rente in Anspruch zu nehmen. Die Weiterarbeit muss für den Arbeitnehmer bei mehr als Geringfügigkeit über die Regelaltersgrenze hinaus erfolgen. Das heißt also, wenn er nur in einem Minijob arbeitet, hat er keinen Anspruch auf diese Rentenaufschubprämie. Die Prämie ersetzt ab Beginn des Rentenaufschubs die bis dahin nicht gezahlten Rentenleistungen und die monatlichen Aufschläge bei späteren Rentenbezug. Weil Sie könnten ja auch eines machen, meine Damen und Herren. Sie könnten sagen, okay, die Rentenaufschubprämie interessiert mich nicht. Ich gehe aber trotzdem weiterarbeiten und
nehme meine Rente in Anspruch, dann bekommen Sie für die Entgeltpunkte, die Sie zusätzlich durch den Verdienst erwirtschaften, wenn Sie versicherungspflichtig sind, da müssen Sie dann aufpassen, bekommen Sie dann noch entsprechende Aufschläge auf die Regelaltersrente draufgezahlt. Ob sich das Ganze wirklich lohnt, ist noch eine völlig andere Frage. Diese Regelung wird zum 01.01.2028 in Kraft treten. Ursprünglich war geplant 01.01.2027. Ja, kommen wir zur dritten Änderung, und zwar Zahlung des Arbeitgeberanteils zur Rente und zur Arbeitslosenversicherung. Arbeitnehmer, Rentner, also das sind Menschen, die beziehen eine Rente und gehen noch nach der Regelaltersgrenze weiter versicherungsfrei, aber mehr als geringfügig arbeiten. Der Arbeitgeber und diese Arbeitnehmer zahlen ja dann auf ihrem Bruttolohn keine Arbeitnehmeranteile für die Rente und für die Arbeitslosenversicherung, weil sie dort in diesem System versicherungsfrei sind. Aber die Arbeitgeber müssen weiterhin diese Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung zahlen. Und diese Beitragsleistungen sollen zusätzlich zum Gehalt an den Arbeitnehmer dann ausgezahlt werden. Das heißt also, er zahlt dann die Beiträge, der Arbeitgeber zahlt die Beiträge nicht mehr an die Rentenkasse und an die Arbeitslosenversicherung, sondern an den Arbeitnehmer. Ja, meine Damen und Herren, daher keine Zahlung der Arbeitgeberbeiträge mehr an die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Das führt zu einem zusätzlichen finanziellen Anreiz für Arbeitnehmer, weiter mehr als nur geringfügig neben dem Rentenbezug nach der Regelaltersgrenze zu arbeiten. Die ganze Sache soll zum 01.07.2025 in Kraft treten. Ja, meine Damen und Herren, auch da regt sich schon massive Kritik gegen diese Regelung. Und zwar führt diese Regelung dazu, dass die Einnahmen an Beiträgen für die Rentenversicherung und für die Arbeitslosenversicherung zurückgehen und es hier keinen entsprechenden Ausgleich geben wird. Das ist also sozusagen eine Schwächung des Rentenversicherungssystems. Ich persönlich halte diese Regelung auch für Unfug, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Da hätte ich mir doch schon was anderes vorgestellt, zum Beispiel einen erhöhten Steuerfreibetrag bei Tätigkeit neben Rentenbezug wäre aus meiner Sicht etwas besser gewesen. Aber so ist es nun mal, und jetzt werden wir diese Regelung so bekommen. Ja, meine Damen und Herren, last but not least, die vierte wichtige Änderung ist ein neuer anrechnungsfreier Sockelbetrag bei der Einkommensanrechnung bei Witwenrenten, Witwen- oder Witwerrenten. Es wird ein solcher neuer Freibetrag eingeführt. Sie wissen ja, wir haben Einkommensanrechnung bei der Witwen-, Witwer- und Erziehungsrente nach § 97 SGB VI. Und zusätzlich zu den dort bestehenden Freibeträgen wird ein neuer Sockelbetrag eingeführt. Und zwar beträgt dieser Sockelbetrag aktuell 538 Euro. Das bedeutet, dass Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen nur für diese beiden Arten von Einkommen gilt der neue Sockelbetrag. Die werden dann in Höhe von 538 Euro, aktueller Stand 2024, von der Einkommensanrechnung ausgenommen. Der Vorteil bei dem Sockelbetrag ist, der ist dynamisiert, und zwar orientiert sich die Dynamisierung immer an den Werten des Mindestlohnes. Steigt der Mindestlohn, steigt auch dieser Sockelbetrag. Dieser Sockelbetrag soll zu einem Anreiz für Witwen oder Witwer führen, eine Erwerbstätigkeit entweder aufzunehmen oder diese auszuweiten. Der Sockelbetrag tritt zum 01.07.2027 in Kraft. Ursprünglich war geplant zum 01.07.2025. Ja, meine Damen und Herren, auch hier regt sich schon wieder ein bisschen Widerstand und auch Ärger. Viele sagen, das reicht nicht aus, der Sockelbetrag ist einfach viel zu niedrig. Ob sich das wirklich lohnt, hier eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder die auszuweiten, wenn man dann sieht, was nach dem aktuellen Stand an Einkommensanrechnung an die Witwenrente im Vergleich zum Sockelbetrag dann übrig bleibt oder dann neu dazukommt, das wird sich dann noch zeigen, meine Damen und Herren. Aber auch hier hätten wir uns schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber wir wollen nicht immer meckern. Kritisieren ist was anderes, wir wollen nicht immer meckern, es ist ein guter Einstieg in die ganze Geschichte. Ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, dass es diese
dieses Bürokratiemonster Einkommensanrechnung an die Witwenrente bald nicht mehr geben würde, dann bräuchten wir auch hier keine Sockelbeträge. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema vier neue Rentenänderungen, die für Sie wichtig sein könnten. Der ganze Spaß beginnt zum 1.7.2025 und wird dann am 1.1.2028 mit dem Inkrafttreten der Rentenaufschubprämie sozusagen sein Ende finden. Ja, Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.